Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Hofreiter, nachdem Sie jetzt keine Silbe zu Ihrem eigenen Antrag gesagt haben, muss ich das jetzt übernehmen, aber machen wir auch noch. Nachdem ein generell kostenloser ÖPNV nicht finanzierbar ist und darüber hinaus womöglich auch zu unerwünschten Effekten führen kann, haben wir das ja, und das haben wir gerade letzte Woche an dieser Stelle in einer Aktuellen Stunde diskutiert, kommen wir heute schon wieder zum gleichen Thema. Wir diskutieren das Gleiche quasi nochmals in Grün. Diesen Montag fand ja, wie wir der Zeitung, danke Herr Hofreiter, entnehmen konnten, ein Gespräch der 5 ausgewählten Modellkommunen mit Vertretern des Umweltministeriums statt. Und nach diesem Gespräch oder in diesem Gespräch hat sich keine dieser 5 Städte für den kostenlosen Nahverkehr als Baustein zur Luftreinhaltung ausgesprochen. Ich denke, es macht keinen Sinn, ich zitiere jetzt mal Ihren Antrag, zusammen mit den Ländern und Kommunen ein Konzept für kostenlosen Nahverkehr voranzutreiben, wenn die Kommunen das doch gar nicht wollen oder für nicht sinnvoll oder zielführend halten. Deshalb ist es zielführender, das zusätzliche Geld für solche Maßnahmen zu verwenden, die passgenau für die Problemlage vor Ort und jeweils am sinnvollsten dort sind. Und genau das ist auch der Tenor aus dem Gespräch am vergangenen Montag. Interessant finde ich nebenbei, werte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass Sie der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Brief an Kommissar Vella in den Medien Aktionismus vorgeworfen haben, weil nach Ihrer Ansicht, so war zumindest der Herr Krischer, der ja auch da ist, zu vernehmen, ein kostenloser ÖPNV das aktuelle Problem schmutziger Luft nicht lösen würde. Und heute nun, auch vom Herrn Krischer mit unterschrieben, sollen wir die Chancen des kostenlosen öffentlichen ÖPNVs nutzen. Ja, was denn jetzt? Das ist doch Aktionismus. Herr Kollege Donn, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, des danke. Okay. Aber grundsätzlich ist es ja erfreulich, dass Sie die Bundesregierung in Ihrem Antrag heute loben und diese vorgeschlagenen Maßnahmen zur Problemlösung für sinnvoll halten. Da bin ich in der Tat Ihrer Meinung. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam das Problem in den Griff und die Luft noch sauberer kriegen können. Und daran arbeiten wir ja bereits. Das Förderprogramm die Fördermaßnahmen aus dem Förderprogramm Saubere Luft ist für besonders betroffene Städte geschaffen worden und laufen bereits an. Darin ist vorgesehen die Digitalisierung der kommunalen Verkehrssysteme, intelligente Verkehrslenkung, Elektrifizierung von Bussen, Taxis, Carsharing-Autos und auch des Lieferverkehrs und die Nachrüstung von Dieselbussen. Damit können wir schon einen großen Teil des Verkehrs, der den ganzen Tag in unseren Innenstädten herumfährt, deutlich sauberer machen. Und deshalb brauchen wir dann auch nicht den Pendler aussperren, der nur morgens einmal in die Stadt rein und abends dann wieder hinausfährt nach Hause. Im Jahr 2017 ist die Zahl der Städte, die die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in der Luft überschritten haben, weiter zurückgegangen. Von zuletzt 90 auf, ganz ist es noch nicht ermittelt, wahrscheinlich unter 70. Die Überschreitungen waren darüber hinaus weniger signifikant als im Jahr zuvor, wohlgemerkt ohne die Maßnahmen aus dem Sofortprogramm, die ich gerade aufgezählt habe. Wenn diese jetzt noch zusätzlich greifen werden, wird es einen weiteren spürbaren Fortschritt zur sauberen Luft ausmachen. Wir müssen zusammen mit den Ländern und Kommunen den öffentlichen Personennahverkehr weiter ausbauen und attraktiver machen, damit ihn noch mehr Menschen nutzen können und auch wollen. Um dies zu erreichen, ist es einfach nicht genug, nur ein kostenloses Ticket anzubieten, vielleicht auch kontraproduktiv. Wir wollten das ja austesten. Es gibt, um es zum Schluss zu sagen, nicht die Lösung, die wir als Bund für alle gleich vorschreiben sollen.
Im Gegensatz zu den Grünen gehört für uns missionarischer Eifer in den Bereich der Religion und nicht in die Politik. Wir setzen auf kommunale Ideen in Reutlingen genauso wie in Essen. Wir wollen die Städte einbinden und nicht mit grüner Besserwisserpolitik Ihnen etwas überstülpen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dont. Ich erteile das Wort zu einer Kurzintervention dem Abgeordneten Dr. Christian Jung, Freie Demokraten.